Yo, Leute! Heute spielen wir wieder den Akinator. Und es ist extrem, extrem lange her, dass wir die letzte Folge gemacht haben. Ungefähr zwei Jahre, sowas in dem Dreh. Und ich habe mega Bock darauf gehabt, denn ich wollte herausfinden, kennt der Akinator mich jetzt noch nach so einer langen Zeit? Und kennt er auch neue Charaktere, wie zum Beispiel Mami Longleg oder vielleicht sogar Poppy von Poppys Playtime? Vielleicht sogar den guten alten Hagiwagi. Wer weiß. Leute, wir wollen das heute ja ausprobieren. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit, starten direkt rein, gehen hier auf Spielen und versuchen, mich jetzt als allererstes herauszufinden, Leute. Ich denke mal, er wird mich hier noch kennen. Ja, wir versuchen es einfach mal, okay? Und zwar ist die erste Frage, wähle die nächste Thematik. Figur. So, wir müssen jetzt erstmal schauen. Ist deine Figur männlich? Ich würde sagen, ja. Ich bin nämlich... Oh, ist deine Figur ein deutscher YouTuber? Oha. Okay, wir kommen der Sache schon mal viel näher. Spielt deine Figur Minecraft? Ja. Hat deine Figur 3 Kinder? Eigentlich nicht, Leute. Also ich habe keine 3 Kinder. Trägt deine Figur einen Teddybär auf dem Kopf? Okay, nee, eigentlich nicht. Gehört deine Figur zum Freedom Squad? Nee. Trägt deine Figur einen Bart? Ja, ein bisschen. Okay, ein bisschen. Trägt deine Figur eine Brille? Ja. Gehört deine Figur zur Fish Gang? Oh mein Gott. Leute, der Akinator hat es herausgefunden. Kommt deine Figur aus Gallifrey? Nein. War deine Figur bei Verstehen Sie Spaß? Nein. Hat deine Figur einen Sohn? Nein. Echter Egan, Lars oder so? Warum ist da so ein hässliches Bild drinne von mir? Wow. Ja, das bin ich, Leute. Hi. Ich bin's, Laso, und ja, das war auf jeden Fall echt sehr, sehr gut vom Akinator. Krass. Okay, das bin ich. Wer hat das eingereicht? Eingereicht von X. Ist das richtig? Ja. Alter, 233.610 Mal gespielt. Wow, ich glaube, das letzte Mal war es nicht so extrem viel. Krass, Leute. Zuletzt gespielt am 27.05.2022. Das wird wahrscheinlich jetzt gewesen sein. Absolut crazy. Sehr, sehr nice. Prima. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Wir gehen hier wieder auf Spielen und suchen jetzt etwas Neues. So, jetzt, meine Damen und Herren, würde ich sagen, suchen wir den da. Das ist nämlich der gute alte Hagiwagi. Und ich hoffe mal, dass der Akinator ihn nicht kennt, weil Hagiwagi echt ein bisschen gruselig ist. Aber mal schauen. Vielleicht kennt er ihn, vielleicht aber auch nicht. Das würde ich mal gerne herausfinden. Und ich würde sagen, wir schauen mal. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Nein. Ist deine Figur männlich? Ich denke schon. Ist deine Figur berühmt? Ja, schon, würde ich sagen. Ist deine Figur in Deutschland geboren? Nee. Ist deine Figur älter als 40? Keine Ahnung, ob Hagiwagi 40 ist, aber ich denke mal nein. Ist deine Figur dank der Fußballwelt berühmt? Nee, Hagiwagi spielt kein Fußball. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ich hoffe mal nicht, dass Hagiwagi in Deutschland lebt. Existiert deine Figur wirklich? Nee, existiert nicht wirklich. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht, Leute. Oh mein Gott, was ist, wenn Hagiwagi wirklich existiert? Hat deine Figur dunkle Haare? Blau. Ja, kann man so sagen. Geht deine Figur zur Schule? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann sein. Macht deine Figur Kämpfe? Ja, schon. Wir haben schon 1-2 Mal gegen den kämpfen müssen. Aber okay. Hat deine Figur etwas mit Harry Potter zu tun? Nee, auf gar keinen Fall. Hat deine Figur etwas mit Anime zu tun? Eigentlich nicht, nein. Spielt deine Figur in einem Kinofilm? Nee, eigentlich nicht. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja. Kommt deine Figur aus Brawl Stars? Nee. Kommt deine Figur aus einem Horrorspiel? Ja, schon. Hat deine Figur etwas mit Five Nights at Freddy's zu tun? Nein. Stammt deine Figur aus einem Musical? Nein. Ich denke nicht. Ist deine Figur blau? Ja, meine Figur ist blau. Läuft deine Figur auf 4 Beinen? Ist deine Figur in ein Creepypasta? Ja. Trägt deine Figur Schuhe? Keine Ahnung, Mann. Hat Hagiwagi Schuhe? Ich glaube nicht, Leute. Glaube nicht. Ist deine Figur römisch? Nein. Aber wisst ihr, was jetzt ist? Wir haben jetzt schon 25 Fragen, bis das erstmal versteht. Hat deine Figur blaues Fell? Ja. Ich denke an Alter. Hagiwagi Schlagi Managi. Da ist er. Hagiwagi aus Poppy Playtime. Ist richtig. Sehr, sehr krass. Aber jetzt erst herausgefunden nach 25 oder 26 Fragen. Guck mal, Alter. Hagiwagi wurde nur 47.212 Mal gespielt. Viel weniger als ich. Leute, das ist ultra krass. Weil ich wurde einfach viel mehr gesucht als der Hagiwagi. Obwohl Hagiwagi voll bekannt ist eigentlich. Crazy. Okay, jetzt probieren wir mal aus, Mami Longleg zu finden. Okay? Die erste Frage ist, gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Nein, ich glaube zum Glück nicht. Ich glaube, unsere Figur gibt es nicht in Wirklichkeit. Hat deine Figur etwas mit der Farbe Blau zu tun? Nee, sie ist eher rosa. Naja. Ist deine Figur böse? Ja, schon. Ja. Ist schon sehr böse.
Ist deine Figur weiblich? Ja, ist auch weiblich. Okay, spielt deine Figur beim RB Leipzig? Nein, es ist... Mami Longleg spielt nicht beim RB Leipzig, Leute. Nein, ist deine Figur eine Spinne? Nicht wirklich, aber bewegt sich so ein bisschen vor wie so eine Spinne. Wisst ihr, wie ich meine? So mit den ganz langen Armen und sowas. Aber naja, ist deine Figur eine Spinne? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur Fell? Mami Longleg hat kein Fell, aber Kissy Missy hat, glaube ich, Fell. Deswegen hat deine Figur Fell? Nein. Hat deine Figur etwas mit der Farbe Pink zu tun? Ja. Steht deine Figur auf zwei Beinen? Jein. Ich weiß es nicht. Also, ja und nein. Also, kann, aber meistens halt auf vier. Ich sag jetzt einfach mal, ich weiß es nicht, okay? Hat deine Figur etwas mit Spinnen zu tun? Nee, nicht wirklich. Hat deine Figur pinke Haare? Ja. Läuft deine Figur vierbeinig? Ja. Oh mein Gott, da kriege ich direkt Gänsehaut. Ah, Leute, gefunden. Mami Longleg, da ist sie. Crazy, das ist einfach meine Figur gewesen. Absolut heftig. Wollen wir mal einfach nochmal ausprobieren? Prima, nochmal gefunden. Mami Longleg, Figur 14.198 Mal gespielt. Crazy. Wollen wir jetzt nochmal probieren, ob wir vielleicht Roman finden? Ich habe irgendwie Bock, Roman zu suchen. Komm, wir suchen nochmal Roman, den kleinen Roman. Okay, ist deine Figur weiblich? Nein. Hat deine Figur Kleidung an? Ja, meistens. Läuft deine Figur auf zwei Beinen? Ja. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Ja. Ist deine Figur durch YouTube bekannt geworden? Ja. Hat deine Figur etwas mit Minecraft zu tun? Ja. Gehört deine Figur zum Freedom Squad? Nein. Sagt deine Figur am Anfang, hallo, mein Name ist Luca? Hä? Nein. Roman heißt nicht Luca. Nein. Okay. Wir schauen weiter. Es lädt. Warum lädt es? Okay. Hat deine Figur Locken? Oha! Ja, mittlerweile hat Roman Locken, aber ich weiß nicht, wie seine Frisur jetzt ist. Ich glaube, der hat in den letzten Jahren seine Frisur und sowas geändert. Hat deine Figur etwas mit Ararasul zu tun? Wer ist denn Ararasul? Ararasul. Oh mein Gott. Und es ist einfach falsch. Er ist ja eigentlich Arasul oder Arazul, so je nachdem, wie man Bock hat, es auszusprechen, aber einfach Ararasul. Ja, hat was mit Ararasul zu tun. Deine Figur gehört auch zur Fischgang. Und da ist er, Roman Fink, aka Arasul. Nice. Aber bei Roman steht der volle Name, bei mir steht gar nicht der volle Name. Bei mir stand einfach nur Lars oder so. Lars. Naja, hier haben wir den Roman. Dieses Bild sieht auch sehr, sehr gruselig aus. Er guckt in eure Seele, Leute. Vergisst Mami Longleg, vergisst Poppy Playtime. Der da ist der einzige Gruselige hier. Nein, Spaß, Leute. Roman ist cool. Kann uns der Akinator eventuell weiterhelfen? Gibt es irgendwelche Lösungen des Lösungsworträtsels, des Rätsels Lösung? Gibt es irgendwelche Lösungen? Keine Ahnung, Leute. Ja, das habe ich mir gedacht. Und wer kann es uns besser beantworten als der Akinator? Und ich würde sagen, bevor wir reinstarten, ja, möchte ich nochmal, bevor wir die besondere Figur suchen, ja, an der Stelle, möchte ich jetzt nochmal ganz kurz vorher zwei Sachen nochmal wissen, die ganz wichtig sind. Nämlich, einmal würde ich gerne wissen, kennt der Akinator die Ziege aus dem Goat-Simulator? Weil ihr kennt ja, Leute, wir haben ja hier unseren kleinen Günther, der auch immer mit dabei ist bei den Goat-Simulator-Folgen, Leute. Wer die Folgen nicht kennt, checkt die unbedingt aus. Und ansonsten, ja, würde ich jetzt mal sagen, suchen wir einfach mal die Goat-Simulator-Ziege. Okay, wähle die Thematik. Und zwar geht es um eine... Es ist eine Figur und ein Tier eigentlich. Ich würde sagen, wir machen mal Tier. So, hat dein Tier Flügel? Nein. Ist dein Tier haarig? Ja, ist dein Tier hundeartig? Nö. Okay, ist dein Tier katzenartig? Nein. Ist dein Tier klein? Ja. Hat dein Tier einen langen Schwanz? Nicht wirklich. Also der kleine Ziegentyp hier, der kleine Günther hat hier keinen langen Schwanz. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Goat-Ziege... Ich sag jetzt einfach mal nein. Ist dein Tier ein Haustier? Nein. Hat dein Tier vier Beine? Ja. Lebt dein Tier auf Bäumen? Nein, lebt nicht auf Bäumen. Ist dein Tier größer als eine Katze? Ja. Lebt dein Tier in einem Stall? Ja. Macht dein Tier Mäh? Oha, wir kommen der Sache näher. Okay, hat dein Tier Wolle auf dem Rücken? Oh ja. Ist dein Tier sportlich? Nicht wirklich. Ist dein Tier erfunden? Ja. Lebt dein Tier in Amerika? Nein. Gibt es dein Tier wirklich? Jein. Kommt dein Tier aus einer Serie? Nee. Hat dein Tier etwas mit Fantasie zu tun? Ja. Ist dein Tier pink? Nö. Ist dein Tier ein Greifvogel? Nö. Stinkt dein Tier? Ja, ein bisschen.
würde ich mal sagen. So, gehört dein Tier zu den Schwanzlurchen? Keine Ahnung, was das ist. Ich würde jetzt einfach mal sagen, nein. Okay. Hat dein Tier eine pinke Schnauze? Nö. Miaut dein Tier? Nein. Ich denke an Jab in Minecraft. Oh, was? Krass, ihr kennt ja Jab, Leute. Das ist ja das Schaf. Buntes Schaf, wenn ich mich recht entsinne. Ist, glaube ich, ein buntes Schaf. Hier ein kurzes Bild von Jab. Aber es ist schon richtig. Es ist eine Ziege, aber es oder ein Schaf. Aber es ist nicht das, was wir suchen. Es ist nicht das, was wir suchen, weil wir suchen ja eigentlich das Goat-Simulator-Schaf. Wir gucken mal. Wir sagen jetzt einfach mal hier nein. Wir machen mal weiter. Legt ein Tier Eier? Nein. Hat ein Tier Hörner? Ja. Hat ein Tier Einhorn? Nein. Hat ein Tier Locken? Ja. Hat ein Tier zwei Hörner? Ja. Ist ein Tier ein Fabelwesen? Ich weiß es nicht. Hat ein Tier Fell? Ja. Ist ein Tier grausam? Nein. Ist ein Tier schlau? Ja. Ist ein Tier in Zoos? Wahrscheinlich. Kann man ein Tier reiten? Eigentlich schon. Ist dein Tier wild? Manchmal schon. Schießt dein Tier Blitze? Nein. Ich denke an Goat vom Goat-Simulator. Richtig. Ey, krass. Aber nach dem zweiten Versuch hat er es erst gefunden. Ich denke, er kann es auch schneller finden. Ja, das ist richtig. Wir gucken mal, ob wir es vielleicht schneller finden, wenn wir hier auf Figur gehen. Okay, ist deine Figur männlich? Ich weiß es nicht. Trägt deine Figur Schuhe? Nein. Ist deine Figur böse? Nein. Ist deine Figur aus Pokémon? Nein. Ist deine Figur ein Tier? Ja. Lebt deine Figur wirklich? Ja. Ist deine Figur auf vier Beinen? Ja. Spricht deine Figur im Dialekt? Nein. Ist deine Figur aus Australien? Nö. Ist deine Figur ein Kinderspielzeug? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur weiches Fell? Ja. Ist deine Figur katzenartig? Nö. Ist deine Figur ein Hund? Nein. Ist deine Figur ein Nagetier? Nein. Ist deine Figur ein Springreiter? Nö. Ist deine Figur eine Perlenkette? Also trägt deine Figur eine Perlenkette? Nö. Hat deine Figur Krallen? Weiß ich nicht. Hat deine Figur etwas mit Panda-Bären zu tun? Nein. Lebt deine Figur in dem gleichen Land wie du? Nein, nicht wirklich. Kommt deine Figur aus dem Lovecraft-Universum? Nein. Mag deine Figur Tacos? Keine Ahnung, kann gut sein. Klettert deine Figur gerne? Dumme Leute haben meistens überhaupt keine Ahnung davon, wie dumm sie eigentlich sind. Keine Ahnung. Ist deine Figur ein Bär? Nein. Hat deine Figur etwas mit Wasser zu tun? Nö. Hat deine Figur Hufen? Ja. Babsi. Okay. Sagen wir jetzt einfach mal ja. Also keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht, Leute. Also anscheinend, wenn man Tier sucht, findet er das schon eher, als wenn man Figur sucht, okay? Wir haben es gefunden, das Ding ist gegessen, wir haben es herausgefunden, ist so ein Ding. Okay, jetzt würde mich nochmal ganz kurz interessieren, wie oft ich hier gesucht wurde. Das würde mich noch interessieren, bevor wir Boxy Boo suchen, okay? Das ist nämlich so eine ganz, ganz klassische Sache, die wir immer machen, ja? Mich nämlich erstmal suchen mit dem Akinator, weil, Leute, einfach für die Confidence, ihr wisst schon, was ich meine. Einfach, dass ich mich gut fühle. Ja? Falls ihr übrigens Bock habt, Akinator mal selber zu spielen, könnt ihr das ganz easy machen auf akinator.de. Günther? Was hast du gesagt, Günther? Ah ja. Aha. Oh ja, okay, Günther, ich verstehe. Ja? Ja? Okay, ich sag das, Leute. Also, Günther hat mir gerade ins Ohr geflüstert, dass ihr ganz, ganz dringend mal dem Video hier ein Like da lassen sollt, okay? Ich würde sagen, wir suchen jetzt nochmal ganz schnell mich und danach machen wir weiter mit Boxy. Boo. Let's go. Okay, ist deine Figur männlich? Ja. Lebt deine Figur in Deutschland? Ja. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Das bin ich, der bekannteste YouTuber in ganz Deutschland. Okay, nein, nicht wirklich, Leute, aber vielleicht werden wir das bald. Das wäre voll cool. Stellt euch mal vor, ich wäre einfach der bekannteste YouTuber in Deutschland. Puh. Wie crazy wäre das? Das wäre mega cool. So, ja, ist durch YouTube bekannt geworden. Spielt die Figur Minecraft? Na klar. Wurde deine Figur eingesperrt? Nein. Ich bin noch frei. Ich bin in freier Wildbahn unterwegs. Arbeitet deine Figur mit einem Detektiv zusammen? Nö, das mache ich nicht. Zeigt sich deine Figur? Hallo? Ja, ich zeige mich. Ich bin der komische Typ hier in der Kamera. Und meine Haare stehen hier total ab. Checkt es aus, Leute. Kuckuck. Warum sind meine Haare eigentlich immer so crazy? Egal. Okay, ich weiß, meine Haare sehen aus wie Nudeln. Das müsst ihr mir nicht sagen, denn Nudeln sind lecker, okay? Ich finde Nudeln ganz toll. Ja, wenn ihr Nudeln mögt, dann gebt doch auch mal einen Like. So, zeigt sich deine Figur? Ja. Ist deine Figur ein Lehrer? Nö. Hat deine Figur vier Buchstaben im Namen? L-A-R-S. Vier Buchstaben im Namen. Ja, das ist doch mega einfach jetzt. Jetzt wissen die das doch. Sagt deine Figur bei YouTube, hallo, mein Name ist Luca. Nein, mache ich nicht. Trägt deine Figur einen Teddybärkopf? Nein, mache ich nicht. Ist deine Figur ein Monarchist? Nein. Ist deine Figur in Italien gestorben? Oh nee, ich lebe noch. Nein. Willst du deine Figur töten? Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Hilfe! Nein, auf gar keinen Fall. Trägt deine Figur eine Brille?
Das bin ich, Leute. So, hat deine Figur mit etwas Übernatürlichem zu tun? Ja, ich bin übernatürlich dumm, Leute. Nee, natürlich nicht. Ist deine Figur ein Rapper? Yo, ich würde sagen, ja. Hab ja ein paar Tracks, Leute, ihr wisst. So, besitzt deine Figur Haustiere? Ja, meine zwei Katzenbabys. Hat deine Figur dunkles Haar? Ja, Nudelhaare habe ich. So, hat deine Figur ein Haustier? Ja. Ist deine Figur aus Summoner's War? Nö. Hat deine Figur eine Katze als Haustier? Ja. Lass oder so. Hey, wieso ist da kein Foto mehr drinne? Wieso ist da kein Foto mehr drinne? Das bin ich, aber das bin ich nicht. Warum ist es nicht mehr so cool wie früher? Mann! Okay, ja, hast geschafft. 10.500 Mal wurde ich gespielt. Ich habe einfach kein Foto mehr drinne. Genau aus diesem Grund machen wir das hier, Leute, ja? Um herauszufinden, ob ich noch interessant bin für die Leute. Aber so wie es aussieht, bin ich anscheinend noch interessant. Gut, wir gehen auf Spielen und jetzt wird es äußerst interessant. Denn wir suchen Boxy Boo. So sieht der Boss im neuen Poppy Playtime Project Playtime aus. Nicht der neue Boss. Es ist kein Boss. So sieht der neue böse Charakter aus, Leute. Das neue Spielzeug. Das neue böse Spielzeug. In Poppy Playtime Project Playtime. Das wird krass. Das wird ein richtig krasses Game und es ist Multiplayer. Das heißt, man kann es mit Freunden zusammenspielen. Das wird mega crazy. Und dieser Typ hier, dieser Boxy Boo, der wird uns dann auch verfolgen und uns in unseren schlimmsten Albträumen verfolgen. Weiß ich nicht, ob ich das so cool finde, aber wir gucken jetzt mal, ob der Akinator das herausfindet. Okay, Leute, wir schauen mal. Ist deine Figur männlich? Ich habe keine Ahnung. Trägt deine Figur Schuhe? Nein, er ist einfach nur in einer Box. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Yes, ist er. Ist deine Figur aus einem Horrorspiel? Was auch immer das für eine komische Bewegung war. Tut mir leid. Die Figur ist aus einem Horrorspiel. Ja. Okay, ist deine Figur auf zwei Beinen? Nein, er ist einfach nur in einer Box. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann der auf zwei Beinen laufen? Der Boxy Boo? Ja, krass. Er kann tatsächlich auf zwei Beinen laufen, Leute. Er kann auf zwei Beinen laufen. Das heißt, aus der Box kommen Arme und Beine. Hier nochmal ein Foto. So sieht er aus, Leute. Mega crazy. Ich bin echt gespannt, wie krass der wird. Ich habe gehört, dass der schon einer der krassesten Bosse sein soll, beziehungsweise einer der krassesten Charakter. Ich habe gehört, der soll einer der krasseren Charakter sein, die es jemals in Poppy Playtime gegeben hat. Und ich bin mega gespannt. Ich bin wirklich mega, mega gehypt. Es gibt extrem viele Videos schon auf YouTube über Boxy Boo und ich habe keine Ahnung, wie das Ganze hier wird, Leute. Ich bin wirklich hyped. Ey, das wird krass. So, steht auf zwei Beinen. Ja, kommt deine Figur aus Tschechien? Nein. Hat deine Figur was mit Regenbogen zu tun? Nö. Hat deine Figur zwei Augen? Oh ja. Ist deine Figur aus Eisen? Naja, ich weiß nicht, ob diese Box aus Eisen ist, in der er ist. Ich sag jetzt einfach mal, ich weiß es nicht. Okay, hat deine Figur was mit Five Nights at Freddy's zu tun? Nope. War deine Figur schon mal schwanger? Nein. Ist deine Figur rot? Oh, wir kommen der Sache näher, Leute. Ja, die Figur ist rot. Streamt deine Figur? Nein. Hat deine Figur rotes Fell? Ist das Fell, was der hat? Eigentlich schon, ne? Es ist so eine Art Fell eigentlich. Der sieht schon... Ja, doch, es ist schon Fell. Boxy Boo! Oh mein Gott, er hat ihn einfach gefunden. Er hat ihn einfach gefunden, sogar mit Bild. Oh oh. Okay, ich mache mir Gedanken. Der Akinator kennt Boxy Boo. Das heißt, es wird ernst. Rote Kreatur in einer Box aus Poppy Playtime. Okay, prima. Nochmal gefunden. Boxy Boo, eine rote Kreatur aus einer Box. Poppy Playtime. Bla bla bla. Figur wurde nur 470 Mal gespielt. Okay, Leute, wir sind mit einer der ersten, die Boxy Boo gesucht hat. Und tatsächlich hat er ihn gefunden. Was bedeutet das für uns? Wir freuen uns auf jeden Fall auf den neuen Teil von Poppy Playtime. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr crazy. Man kann es mit Freunden zusammenspielen. Es sieht einfach mega cool aus. Boxy Boo ist auf jeden Fall eine übel creepige Figur. Sieht auf jeden Fall super krass aus. Ist nice. Und ansonsten, Leute, wir haben es ausprobiert. Wir haben Boxy Boo gefunden. Es ist cool. Und ansonsten würde ich sagen, lasst jetzt ein Like da. Ansonsten wird Boxy Boo mich fressen. Wenn ihr das nicht wollt, dann lasst jetzt mal im Video hier ein Like da. Hier ist er, der gute alte Akinator. Hallo, ich bin Akinator. Bitte denken Sie an eine reale oder fiktive Figur und ich werde sie... Ja, weißt du was? Akinator, sei mal kurz leise. Wir werden jetzt versuchen, erstmal unsere allererste Person hier herauszufinden. Und zwar werde ich euch gleich mal ein bisschen spoilern, welche Person wir suchen. Nämlich ist das ein Genie im Internet, der irgendwie, übertrieben Schlaues und alle möglichen Figuren kennt. Mehr möchte ich nicht verraten. Das ist die Person, die wir heute suchen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Wähle die nächste Spielethematik. Wir gehen hier auf Figur. Dann, Ladies and Gentlemen, werden wir mal reinschauen. Ist deine Figur weiblich? Nein. Nein! Okay, nein, ich habe jetzt mal, ich weiß es nicht gemacht. Kommt deine Figur aus Deutschland? Das weiß ich nicht, ob der gute alte Akinator, ja, ich kann es jetzt sagen, ob der aus Deutschland kommt. Wir werden nämlich jetzt versuchen, den Akinator selber zu suchen. Hahaha, ha, ha. Ja, ich weiß, super schlau. Ich habe aber keine anderen Ideen gehabt. Schreib mir mal in die Kommentare, wen ich bei Akinator suchen kann. Dann machen wir vielleicht nochmal eine Folge, ja? Okay, steht deine Figur auf zwei Beinen? Nein.
kommt eine Figur aus Spanien. Ich glaube nicht, dass der Akinator aus Spanien kommt, deswegen mache ich mal, ich weiß es nicht. Hat deine Figur etwas mit Orks zu tun? Nein. Der Akinator sieht jetzt nicht wirklich danach aus, als ob er etwas mit Orks zu tun hat. Lebt deine Figur auf Malta? Ah ja, das ist eine interessante Frage. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Wie? Da? Wie? Hä? Was? Wie? Warum? Wieso? Webgenie. Was? Wie hat er das gemacht? Nach 5 Fragen schon? Broski? Mnoski? Wie hat er das herausgefunden, Mann? Ja, es ist der Akinator. Wow, okay, es haben 2.722.643 Mal den hier gespielt. Stopp. Wie hat er das so schnell herausgefunden? Akinator auf 2 Beinen? Nein. Ist die Figur in Brasilien geboren? Kein Plan. Nein. Ist nicht in Dings geboren? Hat die polnische Wurzeln? Nein. Mag deine Figur Äpfel? Weiß ich nicht. Er denkt schon wieder an Akinator. Wieso weiß er das? Wieso weiß er das so schnell? Wie kriegt er das so schnell raus? Wie kriegt er das so schnell raus? Der ist ja überkrass. Akinator, ja, ist richtig. Aber wieso weiß er das so schnell? Nach 5 Fragen kriegt er das schon raus. Hat deine Figur, kommt deine Figur aus Italien? Aus Australien? Peinlich. Nein, ich weiß es nicht. Kroatische Abstammung, kein Plan. Ist deine Figur aus Dune? Nein! Ich hätte Nein machen sollen. Deine Figur, spricht deine Figur gerade mit dir? Ja, wow. Deine Figur aus dem Einzelsport? Keine Ahnung. Akinator, das Webgenie. Alter, er weiß nicht, er kennt sich einfach übelst gut. Er ist einfach krass. Er ist einfach krass. Naja, okay. Dann, meine Damen und Herren, würde ich sagen, werden wir jetzt zu dem heutigen Thema an sich kommen. Nämlich müssen wir erstmal dafür neu starten. Und wir gucken mal kurz, welche Personen wurden zuletzt gesucht? Ariel, die Meerjungfrau? König Artus? Cristiano Ronaldo, Spider-Man? Vaiana? Okay, Rizzo? Renzo? Die beste Freundin? Drew Barrymore und iCrimex? Wow. Okay, warum bin ich da nicht dabei? Ihr müsst mich mehr suchen, Leute, beim Akinator. Ich will nämlich ganz, ganz oben dabei sein. Was passiert eigentlich, wenn ich mich jetzt selber suche? Ich suche mal mich jetzt selber, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Kommt deine Figur aus Australien? Nein. Hat deine Figur Beine? Ja. Existiert deine Figur wirklich? Ja. Ist deine Figur weiblich? Nein. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Hat deine Figur einen Bruder? Ja. Hat deine Figur mehr als 1 Million Abonnenten? Haha, das bin ich. Hat deine Figur mal bei Bayern München mitgespielt? Nein. Spricht deine Figur Deutsch? Ja. Hat deine Figur was mit Minecraft zu tun? Ja. Ist deine Figur Lieblingsfarbe grün? Ja. Ist deine Figur eine saftige Melone? Nein. Ist deine Figur irgendwas mit Dinosauriern zu tun? Nein. Zeigt sich deine Figur? Ja. Ist deine Figur aus Österreich? Nein. Trägt deine Figur einen Bart? Ja. Hat deine Figur irgendwas mit Simon Unge zu tun? Nein. Und hat deine Figur einen langen Nachnamen? Nein. Macht deine Figur Kochvideos? Ja. Trägt deine Figur eine Brille? Ja, jetzt muss er mich aber herausfinden. Hat deine Figur was mit Hunden zu tun? Nein. Ist deine Figur eher schlank? Ja. Ist deine Figur Partbezeichnung? Sänger und Sängerin? Hat deine Figur Chef in der Gruppe? Nein. Und hat deine Figur Katzen? Ja. Das bin ich nicht. Liebe Grüße gehen raus an Sepp. Aber das bin ich nicht. Nein, wieso weiß er nicht, wer ich bin? Ist deine Figur Let's Play? Ist deine Figur ein Arzt? Nein. Hat deine Figur zu Fischgängen? Ja. Hat deine Figur was mit RTL zu tun? Nein. Hat deine Figur etwas mit Ararasul zu tun? Ja. Deine Figur Söhne? Nein. Figur aus Destiny? Nein. Ausländische Wurzeln? Nein. Deine Figur aus Noise? Nein. Macht deine Figur Let's Plays? Ja. Da bin ich. Warum kam ich nicht als erstes, Mann? Das ist ja überpeinlich. Das ist ja überpeinlich. Wieso spielt mich keiner? Das bin ich, Mann. Nach 40 Fragen, Alter, hat er mich erst herausgefunden. 200.000 Mal gespielt, Junge. Was ist los? Wieso kennt er mich nicht? Egal. So, jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum eigentlichen Thema. Aber ich will nochmal ganz kurz gucken, was hier zuletzt gespielt wurde. Mami Longleg, Tuan Mafiosi Boss, der Urgroßvater, Banks I Show Speed, Chris Griffin, Mami Longleg, Jule Dingenskirchen, den Jungen, in den du verliebt bist und Lars oder so. Da bin ich. Woo! Okay, Leute, wir gehen rein und suchen jetzt eine ganz, ganz besondere Figur. Nämlich ist das Blue von Rainbow Friends. Und den werden wir jetzt versuchen zu finden. Ob wir ihn finden werden oder nicht, sagt euch gleich der Akinator. Wicht. Let's go. Okay, wir suchen eine Figur. So. Dann werden wir gucken. Hat deine Figur Beine? Ja. Ist deine Figur aus Deutschland? Nein, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Existiert deine Figur wirklich? Nein, existiert nicht wirklich. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Ja, aber es ist in dem Sinne keine Horrorfigur, ist deine Figur blau? Wenn er das jetzt schon nach der 5. Frage herausfindet, dann mache ich aus. Okay, trägt deine Figur etwas auf dem Kopf? Mütze, Hut, Krone? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur adliges blaues Blut? Nein. Trägt deine Figur Fell? Nein. Hat deine Figur etwas mit Five Nights at Freddy's zu tun? Nein. Ist deine Figur blaue Haut? Hat deine Figur blaue Haut? Yes. Ist deine Figur ein Monster? Würde ich sagen.
Nach 10 Fragen, 11 Fragen, hat deine Figur weiße Haare? Nö. Trägt deine Figur männliche Kleidung? Nein, soweit ich weiß, ist Blue komplett nackt. Deswegen nein. Ist deine Figur haarig? Nein. Spricht deine Figur Japanisch? Weiß ich nicht, ob Blue Japanisch spricht. Keine Ahnung. Wohnt deine Figur in einem Schloss? Nein. Ist deine Figur eher dick? Nee. Trägt deine Figur Schuhe? Nein. Hat deine Figur 4 Namenbuchstaben? B-L-U-E. Ja. Hat deine Figur 5 Buchstaben im Namen? Nein. Ist deine Figur hilfsbereit? Nein. Hat deine Figur Haare? Nein. Ist deine Figur ein Außerirdischer? Nein. Er hat ihn tatsächlich herausgefunden. Er hat ihn tatsächlich herausgefunden. Sogar mit Bild. Es ist einfach mit Bild. Er hat ihn einfach herausgefunden. Crazy. Rainbow Friend Blue. Wow. 1902 Mal wurde er schon gefunden. Alter. Okay, das ist krass. Das ist krass. Okay, heftig. Heftig. Nice. Wir haben ihn herausgefunden, Mann. Sehr, sehr stark. Er hat ihn einfach herausgefunden. Crazy. Hallo, ich bin der Akinator. Oder bin ich Lars oder so? Wer weiß. Bitte denken Sie an eine reale oder fiktive Figur und ich werde versuchen, sie zu erraten. Haha, ich bin der Akinator. Woo! Wir haben etwas ganz, ganz Besonderes vergessen, nämlich ein ganz besonderes Detail, was uns vielleicht einen Hinweis geben könnte zu Poppy Playtime Chapter Nummer 3. Ja? Und das Ganze werden wir versuchen, heute so ein bisschen herauszufinden. Vielleicht finden wir ein bisschen was heraus, vielleicht aber auch nicht. Ich habe da so ein paar kleine Hinweise. Und zwar würden wir hier erstmal direkt auf Spielen gehen und wir fangen jetzt erstmal mit was ganz Leichtem an, okay? Wir fangen nämlich an mit, na, ich sag's erstmal nicht, ihr werdet das wahrscheinlich gleich herausfinden, ja. Wir fangen erstmal mit was ganz Simplen an, nämlich, wir sollen hier die Thematik auswählen, und zwar entweder Figur oder Tieren. Ich würde mal sagen, Figur ist das Ganze. Und jetzt wird es interessant, liebe Leute, denn es gibt nämlich einen ganz, ganz besonderen Charakter, den ich jetzt versuche herauszufinden, ob der Akinator den kennt. Mal schauen. Existiert deine Figur wirklich? Nein. Trägt deine Figur Kleidung? Ja. Ist deine Figur japanisch? Nee. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja. Kommt deine Figur aus einem Horrorspiel? Nee. Hat deine Figur etwas mit dem Akinator zu tun? Nein, tatsächlich nicht. Kommt deine Figur aus Brawl Stars? Nein. Aber jetzt kann ich euch mal ganz kurz sagen, Leute. Ich suche nämlich gerade den Roblox Bacon Head. Hier ein kleines Bild. Das hier ist der Roblox Bacon Head und den versuche ich jetzt zu finden. Das ist sozusagen der Standard-Roblox-Charakter, wenn man den so nennen kann. Und genau, den versuchen wir jetzt hier gerade herauszufinden. Und wir schauen mal. Wir haben jetzt schon 8 Fragen. Ist deine Figur weiblich? Nee, ich glaube nicht. Wir gucken weiter. Und zwar ist es hier Frage 9. Hat deine Figur dunkle Haare? Ja, Bacon-Haare hat die Figur. Kommt deine Figur aus Minecraft? Nö. Kennt deine Figur sich gut mit Schusswaffen aus? Nein. Trägt deine Figur eine Kopfbedeckung? Nein, nur die Bacon-Haare. Trägt deine Figur eine Waffe? Hä, was sind das denn für Fragen, Alter? Nein! Kennt man deine Figur aus einem Film? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur übernatürliche Kräfte? Ich denke nicht, dass der da so aussieht, als hätte der übernatürliche Kräfte, oder? Nein, hat keine übernatürlichen Kräfte. Spielt deine Figur in einer Serie mit? Nein. Stammt deine Figur aus einem Spiel im App Store? Also es gibt Roblox, soweit ich weiß, auch als Handy-App-Game. Aber ja, nee, ja, ja, ja. Oder? Ja. Ist deine Figur ein erwachsener Mann? Ich weiß es nicht, tatsächlich. Hat deine Figur schon mal Probleme mit der Polizei? Nee, tatsächlich nicht. Spricht deine Figur Deutsch? Wahrscheinlich nicht. Spielt deine Figur Roblox? Ja. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Nö. Okay, ist deine Figur ein mehrfacher Champion? Nein. Spielt deine Figur als Stürmer im Fußball? Nein. Raucht deine Figur? Nein. Ja! Er ist es, Bacon Hair. Ich habe die ganze Zeit Bacon Head gesagt. Naja, es wird das Gleiche, ihr wisst schon, was ich meine. Er hat ihn einfach herausgefunden. Er hat ihn einfach herausgefunden. Es ist einfach Bacon Hair. Lol. Wisst ihr, was ich mich jetzt frage? Ob der Akinator auch meinen Zweitkanal kennt? Wollen wir das mal herausfinden? Lass das mal herausfinden, okay? Wir probieren es mal. Ist deine Figur böse? Nein. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Nein. Ist deine Figur real? Ja. Ist deine Figur deutsch? Ja. Ist deine Figur weiblich? Nein. Ist deine Figur YouTuber? Ja. Ist deine Figur in Minecraft? Nein. Ist deine Figur Gamer? Ja. Ist deine Figur in GTA 5? Nein. Ist deine Figur in Brawl Stars? Nein. Spielt deine Figur Roblox? Ja. Ist deine Figur blau angezogen? Nein. Ist deine Figur ein Minecraft Let's Player? Ich weiß es nicht. Ist deine Figur aus der Gruppe 80s? Nee. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, aber nein. Hat deine Figur ein Bart? Ja. Hat deine Figur 4 Buchstaben? L-A-R-S? Ja. Nein, eigentlich 5. Oh, la, so. Ihr wisst schon, was ich meine. Stellt deine Figur komische Fragen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Hat deine Figur öfter eine Mütze auf? Ich weiß es nicht. Ist deine Figur schüchtern? Ja, manchmal schon. Spielt deine Figur Golf? Nein. Ist deine Figur ein Räuber? Nein. Zeigt
zeigt sich deine Figur? Ja. Hat deine Figur eine Katze? Ja. Aber hat deine Figur einen langen Nachnamen? Ich weiß es nicht. Lebt deine Figur in der Großstadt? Ich weiß es nicht. Hä? Nein. Trägt deine Figur eine Brille? Ja. Ist deine Figur weiblich? Nein. Star Stable. Ist deine Figur aus Star Stable? Nein. Gehört deine Figur zur Fischgang? Ja. Hat deine Figur was mit Wuppertal zu tun? Nö. Kommt deine Figur aus Belgien? Nein. Ist deine Figur römisch? Nein. Hat deine Figur einen Minecraft-Kanal? Ja. Da bin ich doch. Aber es ist falsch. Es ist nicht richtig. Es ist nicht der Lazo-Channel, Leute. Es ist nicht der Lazo-Channel. Der hier übrigens, falls ihr den nicht kennt. Leute, könnt ihr mal gerne auschecken. Na, okay, gut, da kommen aktuell sowieso keine Videos, weil Roblox jetzt wieder hier auf dem Channel kommt. Aber egal. Leute, wir werden jetzt erstmal nicht lange darüber reden. Nämlich wollte ich heute eigentlich mit euch etwas ganz, ganz Besonderes machen. Ja, komm, wir sagen mal einfach, das ist richtig. Er hat mich jetzt nicht gefunden. Wir haben den Akinator, by the way, ausgetrickst jetzt, Leute. Wir haben ihn ausgetrickst. Er kennt nämlich nicht meinen Zweit-Channel. Wir haben ihn ausgetrickst. Und zwar, liebe Leute, wollte ich heute herausfinden, ob es den Charakter Daddy Longleg gibt. Oder Daddy Longlegs. Keine Ahnung, Leute. Ihr wisst schon, mit S am Ende oder nicht mit S am Ende. Ich weiß es nicht. Okay, wir werden versuchen herauszufinden, ob der Akinator diese Person oder dieses Metawesen vielleicht kennt, um herauszufinden, ob das vielleicht ein Hinweis zu Chapter Nummer 3 ist. Wer weiß, Leute, wer weiß. Okay. Existiert deine Figur wirklich? Nein. Ist deine Figur weiblich? Nein. Kommt deine Figur aus einem Horrorspiel? Ja. Ist deine Figur blau? Ich weiß es nicht tatsächlich. Hat deine Figur was mit Five Nights at Freddy's zu tun? Nein. Steht deine Figur auf zwei Beinen? Wir können es nicht wissen. Eigentlich ist Daddy Longlegs, glaube ich, auf vier Beinen, so wie Mami Longlegs. Kann natürlich sein. Ich sage mal, steht deine Figur auf zwei Beinen? Nein. Okay. Trägt deine Figur eine altmodische Brille? Keine Ahnung. Wir haben nämlich keine krasse Vorstellung eigentlich, wie Daddy Longlegs aussieht. Wir werden es jetzt herausfinden. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Tipp hier vom Akinator. Ist deine Figur ein Hund? Nein. Läuft deine Figur auf vier Beinen? Wahrscheinlich. Ich denke schon. Ist deine Figur eine Spinne? Wahrscheinlich. Ist deine Figur mit einem Schauspieler zusammen? Nein. Hast deine Figur Kröten? Nein. Hat deine Figur einen Schnurrbart? Ich weiß es nicht. Vielleicht, Leute. Vielleicht. Spielt deine Figur in einer Kinderserie? Nö. Hat deine Figur zwei Augen? Ja, ich denke schon. Ist deine Figur klein? Ich weiß es nicht, aber ich denke mal nicht. Wir haben ja nur als Ansatzpunkt eigentlich Mami Longlegs. Wisst ihr, wie ich meine? Und vielleicht können wir ja mit den Ansatzpunkten, wie zum Beispiel, dass sie läuft wie eine Spinne oder dass sie lange Arme hat oder sowas, dass man mit den Punkten vielleicht herausfinden kann, ob es vielleicht einen Daddy Longlegs gibt. Keine Ahnung. Stammt deine Figur aus dem Videospiel? Ja. Ist deine Figur gelb? Keine Ahnung. Kommt deine Figur aus Griechenland? Nö. Kommt deine Figur aus Kanada? Weiß ich nicht. Betreibt deine Figur Kampfsport? Nee. Ist deine Figur in Smaragd? Spielt deine Figur in Smaragdgrün mit? Nö. Hat deine Figur Krallen? Ich weiß es nicht. Trägt deine Figur einen Schnauzbart? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur ein bekanntes Duo gebildet? Nein. Hat deine Figur etwas mit dem Akinator zu tun? Nein. Ist deine Figur intelligent? Nein. Ist deine Figur aus Norwegen? Nein. Aus Shadowhunters? Nein. Ist deine Figur bösartig? Ich denke mal schon. Läuft deine Figur auf vier Beinen? Ja. Spielt deine Figur bei Despacito mit? Nein. Ist deine Figur blau? Weiß ich nicht. Hat deine Figur am Schaltjahrtag Geburtstag? Nö. Trägt deine Figur ein Schwert? Nein. Hat deine Figur etwas mit der deutschen Fußballnationalmannschaft zu tun? Nein. Spielt deine Figur bei Atletico Madrid? Nein. Ist deine Figur männlich? Ja. Hat deine Figur ein Baby? Ich glaube schon. Hat deine Figur was mit Spinnen zu tun? Ist deine Figur gelb? Gelb? Na, ich weiß es nicht, ob sie gelb ist. Deine Figur Superkräfte? Nein. Ist deine Figur Italiener? Nein. Orange is the New Black? Nein. Ist deine Figur Deutsch? Nein. Spanier? Nein. Ist deine Figur kleiner als du? Weiß ich nicht. Hat deine Figur einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester? Ich weiß es nicht. Ist deine Figur ein Kind? Nein. Kommt deine Figur aus Monheim? Nein. Okay, Leute, wir haben 50 Fragen. Der Akinator ist überfordert. Arceus? Arceus? Kommt deine Figur aus einem Horrorspiel? Ja. Okay, ist deine Figur weiblich? Nein. Ist deine Figur blau? Ja. Hat deine Figur ein Fell? Nein. Ist deine Figur mit einem Schauspieler zusammen? Nein. Ist deine Figur eine Spinne? Ja. Hat deine Figur was mit Spinnen zu tun? Wahrscheinlich. Oh Mann, Leute. Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwas bringt. Hat deine Figur lange, dünne Arme? Daddy Longlegs? Ja. Oh mein Gott, er hat ihn so schnell gefunden? What the heck? Was zum Teufel? Wie hat er den so schnell gefunden? Oh mein Gott. Okay, es gibt noch keine Bilder von Daddy Longlegs. Alles klar, er hat ihn einfach gefunden, Junge. Oh mein Gott.
Okay, es ist richtig. Oh mein Gott, Junge, wie hat er den gefunden? 3269 Mal gespielt einfach. Leute, vielleicht gibt es ja wirklich einen Daddy Longlegs im Chapter Nummer 3. Falls ihr darauf Bock habt, lasst gerne ein Like da. Oh, yeah, Leute, ich spüre den Groove. So, wähle die Thematik. Einmal hier die Figur oder Tiere. Wir wollen eine Figur erraten. So, und zwar haben wir hier die erste Frage. Ist deine Figur weiblich? Ja. Ist deine Figur durch YouTube bekannt? Nein. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Ja, meine Figur gibt es in Wirklichkeit. Oh, kennst du deine Figur persönlich? Stammt deine Figur aus deiner Familie? Ja. Ist deine Figur älter als 26 Jahre alt? Ja. Kocht deine Figur gerne? Ja. Hat deine Figur dich auf die Welt gebracht? Nein, das ist nicht so. Indirekt. Indirekt hat es mich auf die Welt gebracht. Okay, nein, vergiss es einfach. Tritt deine Figur in Fernsehshows auf? Nein, eigentlich nicht. Ist deine Figur eine Großmutter? Ja. Mag deine Figur Snickers-Eis? Ich weiß es nicht. Ist deine Figur im Fernsehen? Nein! Ist deine Figur tot? Nein! Was? Deine Oma? Ja, das ist richtig. Ich habe an meine Oma gedacht, Leute. Ja, es ist meine Oma. Wer hat es erraten von euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Es ist meine Oma. Aber meine Oma sieht gar nicht so aus. Okay, Akinator, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Also meine Oma hatte erraten. Und als nächstes machen wir hier wieder eine Figur, die er erraten soll. Und trägt deine Figur weibliche Kleidung, ist die erste Frage. Nö. Existiert deine Figur wirklich? Ja, sie existiert wirklich. Machen wir hier ja. Hallo. Ist deine Figur durch YouTube berühmt? Kann man so sagen, kann man so sagen. Macht deine Figur Minecraft-Videos? Aktuell nicht mehr so viel, aber ja. Zeigt deine Figur sich? Ja. Spielt deine Figur Roblox? Ja. Trägt deine Figur eine Brille? Vielleicht bin ich damit gemeint, aber nein, das bin nicht ich, Leute. Ich meine jemanden ganz anderes. Ihr könnt natürlich in den Kommentaren mitraten, vielleicht wisst ihr, wen ich meine. Wird deine Figur von Diana Rigg gespielt? Keine Ahnung, nein. Trägt deine Figur einen Bart? Nee, nicht wirklich. Ist deine Figur aus Duisburg? Nö. Hat deine Figur ein Hausschwein namens Edgar? Nein. Ist deine Figur in Minecraft Story Mode? Nö. Hat deine Figur einen Doktortitel? Ah, da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher, aber es ist nicht sein Doktortitel, sondern er hat Freunde, dessen Doktortitel einen Doktortitel hat. Was? War das ein deutscher Satz gerade? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist deine Figur eine Legende? Absolut, Leute. Absolut eine lebende Legende. Hat deine Figur einen Minecraft-Channel? Ja. Arbeitet deine Figur am Viktualienmarkt? Nein. Was ist das? Ist die Lieblingsfarbe deiner Figur rot? Nö. Hat deine Figur etwas mit Ararasul zu tun? Mit Ararasul? Wer ist denn Ararasul? Aber ja, hat es. Wohnt deine Figur in Untertürkheim? Nein. Sagt deine Figur What the Fish? Ja. Trägt deine Figur eine Brille? Nein. Ich denke an Arazul, Roman Fang, Let's Player, Vlogger and YouTuber. Nice. Das Bild ist auch schon uralt. Yeah. Ja, das ist richtig gewesen. Es ist der gute alte Roman Romanski. Man kennt ihn, Leute. Das Bild ist mega alt. Okay, ja, es ist richtig. Nice. Okay, Leute, jetzt suchen wir eine richtig, richtig wichtige Person in eurem Leben und auch in meinem Leben. Und ich bin gespannt, ob der Akinator es herausfinden wird, die mysteriöse Person. Und Leute, ich würde gerne wissen, ob ihr es auch herausgefunden habt. Wir starten rein, weil das letzte Mal, als ich den Akinator gespielt habe, wusste er nicht, dass dieses Wesen, diese Person existiert, was irgendwie mega komisch ist. Let's go! So, die Thematik ist eine Figur. Genau, so sieht's aus. Die erste Frage ist, ist deine Figur männlich? Yes! Macht deine Figur Minecraft-Videos? Ja! Also, Concraft das Zimmer? Nö! Bei The Tourist mit? Nee, die Figur macht nicht bei The Tourist mit. Hat deine Figur im Krieg gekämpft? Lol. Nee, nicht. Was? Hat deine Figur eine Ponyfrisur? Alter, das reimt sich. Hat deine Figur eine Ponyfrisur? Yeah. Nö. Keine Ponyfrisur. Ist deine Figur ein Pokémon? Nö, ist auch kein Pokémon. Okay, spielt deine Figur Roblox? Ja. Was lädt das so lang? Hallo? Akinator muss nachdenken, Leute. Ist deine Figur ein Gegenstand? Nein, ich würde nicht sagen, dass die Figur ein Gegenstand ist. Trägt deine Figur einen Bart?
Ich hab mal ja gemacht. Oh, eine Brille. Hier, ja, vielleicht auch eine Brille. Ist deine Figur verheiratet? Nö, ist nicht verheiratet. Gehört deine Figur zur Fischgang? Da! Alter, das war ja voll leicht. Let's Player, YouTuber, warum ist dieses Bild da drin? Kann mir das jemand sagen? Wer von euch hat dieses Bild da reingemacht? Leute, ich wollte nur testen, weil das letzte Mal hat der Akinator mich einfach nicht erkannt. Hä? Warum? Und warum ist dieses Bild da drin? Ja, das bin ich. 177.699 Mal gespielt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Okay, wollen wir jetzt mal einfach immer genau das Gegenteil beantworten von dem, was wir eigentlich machen. So, wir suchen jetzt mal mich, aber wir beantworten immer nur das Gegenteil, okay? Mal gucken, was dann herauskommt. Ist deine Figur durch YouTube bekannt geworden? Nö. Okay. Ist deine Figur männlich? Nein. Kennst du deine Figur persönlich? Nö, kenne ich auch nicht. Ist deine Figur deine Schwester? Nein, ich weiß es nicht. Ist deine Figur durch TikTok bekannt geworden? Nö. Ist deine Figur älter als 40? Ja. Ist deine Figur ein CDU-Mitglied? Nein. Hat deine Figur blondes Haar? Ja, ich habe braune Haare und jetzt sagen wir mal einfach blond. Ist deine Figur in einem Jurymitglied bei einer Castingshow? Nö. Lebt deine Figur in Deutschland? Nö, auch nicht. Kommt deine Figur aus der USA? Keine Ahnung. Lebt deine Figur in Großbritannien? Keine Ahnung. Guck mal, er muss sich richtig anstrengen. Akinator, denk nach. Denk nach, Akinator. Los, du musst es doch wissen. Ist deine Figur im Musikbereich tätig? Pff, keine Ahnung, kann sein. Ist deine Figur deutsch? Ja. Ah, nein. Mist. Verbessern. Ist deine Figur deutsch? Nein. Lebt deine Figur im Wasser? Ja, würde ich sagen. Ist deine Figur deutsch? Nö. Ist deine Figur gestorben? Also ich bin froh, dass ich noch lebe, aber ich muss ja das Gegenteil beantworten, deswegen sagen wir jetzt einfach mal ja. Spielt deine Figur in New Moon mit? Keine Ahnung. Verdient deine Figur durch YouTube Geld? Nein. Ist deine Figur blond? Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was findet der jetzt heraus? Marilyn Monroe? Also das Gegenteil von mir ist Marilyn Monroe? Ja, da bin ich stolz drauf. Und ich bin auch stolz auf euch, Leute, wenn ihr dem Video hier ein Like gebt. Für heute habe ich zwei Sachen, um genau zu sein, die ich suchen möchte. Einmal ist das Klopapier und das andere bin ich. Also wir versuchen Klopapier zu finden und mich. Das klingt irgendwie komisch, wenn ich sage, ich möchte Klopapier finden. Aber ich will mal wissen, ob der Akinator auch Gegenstände finden kann. Das würde mich mal interessieren. Yo, und ansonsten können wir einfach nur irgendwie Quatsch machen oder sowas. Gucken wir einfach mal, was sich so ergibt, oder? Let's go. So, hallo, ich bin Akinator. Bitte denken Sie eine reale oder fiktive Figur. Ich versuche sie zu erraten. So, da würde ich mal sagen, wir gehen hier direkt auf Spielen und fangen direkt an. So, wähle deine Thematik. Es ist eine Figur. Okay, jetzt wird es doch ein bisschen schwerer, Klopapier zu finden. Mal gucken. Ist deine Figur weiblich? Nein. Wir probieren jetzt erstmal das Klopapier zu finden, Leute. Ich bin mal gespannt, ob der auch Klopapier finden kann. Trägt deine Figur Schuhe? Nein. Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Nein. So, hat deine Figur Beine? Auch nicht. Hat deine Figur zwei Augen? Auch nicht. Oh Mann. Ich frag mich. Stammt deine Figur aus Irland? Zum Beispiel. Ja, ich weiß es nicht. Kann sein. Ist deine Figur real? Nee, nicht wirklich. Hat deine Figur etwas mit Bier zu tun? Nee. Nicht wirklich. So, ist deine Figur kleiner als du? Auf jeden Fall. Ist deine Figur ein Tier? Nein. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Nee. Mag deine Figur Bananenbrot? Nein. Ist deine Figur ein Buchhalter? Nein. Spricht deine Figur mit dir? Nein. War deine Figur schon mal bei dir zu Hause? Ja. Hat deine Figur etwas mit Nahrung zu tun? Nein, nicht wirklich. Wohnst du mit deiner Figur in demselben Haus? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur Internet? Nein. Wurde deine Figur im Karton Bern geboren? Nein. Keine Ahnung, was es sein soll. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ist deine Figur gnadenlos? Nein. Stammt deine Figur aus deinem Körper? Geil! Ist einfach ein Haufen Kacker. Nee, ich brauche die dafür, um das sauber zu machen. So, mag deine Figur Tiere? Nein, ich weiß es nicht eigentlich. Wohnst du mit deiner Figur im gleichen Haus? Ja. Hat deine Figur ein Herz für Tiere? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur etwas mit Spielen zu tun? Nein! Was? Ich weiß dann, was du denkst, aber ich denke, dass es nicht jugendfrei ist. Seit wann ist Klopapier denn bitte nicht jugendfrei? Okay. Gut, anscheinend kann der Klopapier nicht finden. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Berühmt.
ist relativ, ne? Das kann man so sehen, kann man so sehen. Ich sag jetzt mal ja. Spielt deine Figur auch Minecraft? Als ob es so viele Leute gibt, die Minecraft spielen. Mittlerweile spielen fast kaum Leute noch Minecraft. Ich glaube, nur noch 5 Leute auf YouTube oder so spielen das wirklich real. Sprachen lernen, Bubble. Okay, kommen wir jetzt zu dem Versuch, Leute, auf den wir alle gewartet haben. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Ich bin wirklich gespannt, Leute. Let's go! Wohnt deine Figur in Deutschland? Ja. Hat deine Figur etwas mit YouTube berühmt geworden? Was ist eigentlich heute los? Warum kann ich nicht mehr reden? So, spielt deine Figur auch Minecraft? Yeah. So, gehört deine Figur zum Freedom Squad? Nope. Spielt deine Figur Roblox? Ja, aber nicht auf diesem Channel, sondern alles auf dem Laso-Channel, Leute, falls ihr Bock habt. Checkt den unbedingt mal aus, Leute. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Spielt deine Figur Roblox? Ja, aber nicht auf dem Channel. Ist deine Figur ein Einhorn? Oder hat deine Figur ein Einhorn? Nope. Kommt deine Figur aus Argentinien? Nein. Trägt deine Figur einen Bart? Ja, ganz bisschen nur. Ganz bisschen, ja. Hat deine Figur weiße Haut? Also ich weiß nicht, bin ich sehr, sehr weiß im Gesicht? Ich weiß es nicht. Ich sag mal ja. Ist deine Figur für ihre Ungeschicklichkeit bekannt? Auf jeden Fall. Ist deine Figur ein Skelett? Spielt deine Figur in einer Werbung? Nein. Ich denke an Lars oder so. Hä? Hä? Leute, wieso hat er mich denn jetzt gefunden? Und was ist das für ein uraltes Bild von mir? Lol. Wie? Ich weiß es nicht. Letztes Mal habe ich mich versucht zu finden, aber der hat mich nicht gefunden. Was ist das jetzt? So, okay. Ich denke an Lars oder so, /Lars, ein Minecraft-Let's Player. Naja, ich muss jetzt sagen, Leute, ich mache ja in letzter Zeit viel, viel mehr anderen Stuff als Minecraft. Deswegen ist das nicht mehr ganz so richtig mit dem Minecraft-Let's Player, aber ja. Und prima, nochmal gefunden. Lars oder so, /Lars, Minecraft-Let's Player wurde insgesamt 125.910 Mal gespielt. Und das letzte Mal am 30.03., das war heute. Das ist heute. LOL. Ist das krass. Alter, sau cool. So. Und jetzt beantworte ich einfach genau das Gegenteil passend zu mir. Wisst ihr, wie ich meine? So, also genau einfach das Gegenteil. So. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Ja. Kennst du deine Figur persönlich? Nein. Macht deine Figur ein Musikvideo auf YouTube? Ja, aber wir machen es nicht hier, weil der Akinator, ne? Nein. So. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Nein. Ist deine Figur durch TikTok bekannt geworden? Ja. Spricht deine Figur Deutsch? Nein. Ist deine Figur gut in Fußball? Bin ich gut in Fußball? Ja. Nein, bin ich nicht. Ja, nein, ja. Oh mein Gott, das ist so schwierig, das Gegenteil zu machen. Ist deine Figur maskiert? Ja. Ist deine Figur hässlich? Ja. Ist deine Figur ein Maler? Nein. Kommt deine Figur aus einer Werbung? Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache. Ist deine Figur aus einer Werbung? Ja, auf jeden Fall. So, komm, jetzt bin ich mal gespannt. Was kommt als nächstes? Kommt deine Figur in der Bibel vor? Ja. Stammt deine Figur aus Ghana? Ja, auf jeden Fall. Ist deine Figur so alt wie du? Nein. Kommt deine Figur aus Marokko? Jo, auf jeden Fall. Stammt deine Figur aus Südamerika? Hat deine Figur etwas mit Südamerika zu tun? Auf jeden Fall, Leute. Ist deine Figur ein Sportler mit hohem Rang in einem Einzelsport? Ja. Spielt deine Figur bei Titanic mit? Ja. So, ich weiß, an was du denkst, aber ich denke nicht, dass es jugendfrei ist. An was denke ich denn? Ich habe einfach nur das Gegenteil beantwortet. Was ist denn los? Ich verstehe es nicht. Aha. Jugendschutzmodus. Kann man den deaktivieren? Ich würde den gerne deaktivieren. Okay, ich habe jetzt den Jugendschutzmodus mal deaktiviert. Und jetzt probieren wir es nochmal. Eine Figur. Lass rein. Los, 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 los. Ist deine Figur weiblich? Ja. Ist deine YouTube bekannt worden? Nein. Gehört deine Figur zu deiner Familie? Nein. Redest du manchmal mit deiner Figur? Nein. Ist deine Figur durch TikTok bekannt geworden? Ja. Ist deine Figur in Deutschland geboren? Nein. Trägt deine Figur blonde Haare? Nein. Spricht deine Figur Deutsch? Ja. Ist deine Figur Sauriern oder Echsen ähnlich? Was? Ja, auf jeden Fall. Hä? Was ist das für eine Frage? Mag deine Figur Capri-Sonne? Ja. Ist deine Figur an einer Krankheit gestorben? Nein. Hat deine Figur etwas mit Minecraft Cloud Quest zu tun? LOL. Wenn ich das jetzt nehme, was passiert dann? Ist deine Figur älter als 26? Nein. Trägt deine Figur blondes Haar? Nein. Lebt deine Figur in New York? in New York? Yo, komm, lebt jetzt in New York. Macht deine Figur Clash of Clans Videos auf YouTube? Nö.
Hat deine Figur Streifen oder Punkte? Meinetwegen. Ist der Name deiner Figur Finish? Boah, von mir aus auch, ja. Hat deine Figur keine Ahnung, was es sein soll? Ich denke an Winnetou. Es ist wieso? Wieso? Dieser Winnetou, der verfolgt mich schon die ganze Zeit. Ist euch das mal aufgefallen? Dieser Winnetou, der war auch schon in der letzten Folge die ganze Zeit dabei. Alter! Winnetou! Ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube, der Akinator mag einfach Winnetou. So, wir gehen hierfür erstmal auf Spielen. So, ich habe mir jetzt ein paar Leute rausgesucht, oder ein paar Dinge rausgesucht, den der Akinator hier für uns finden soll, oder die der Akinator hier für uns finden soll. Und zwar werde ich jetzt erstmal den Roman suchen, dann werde ich mich suchen und dann noch eine kleine Überraschungsperson bis zum Ende. Aber bleibt noch dran, wir werden das gleich mal gucken, ob er den auch findet. Let's go. So, wähle eine Spielethematik. Und zwar suchen wir jetzt erstmal eine Figur. Wir suchen jetzt erstmal den Good Old Roman raus, Leute. Und ich versuche mal den Akinator auch ein kleines bisschen aus. Tricks was? Leute, los! Kann ich überhaupt nicht mehr reden oder was ist hier los? Ja, wir werden heute den Akinator auch probieren, ein kleines bisschen auszutricksen und zu gucken, was dann dabei rauskommt, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran. So, gibt es eine Figur in Wirklichkeit? Ja. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Ja. Hat deine Figur etwas mit Minecraft zu tun? Ja. Ist deine Figur ein Schauspieler oder eine Schauspielerin? Nein. Gehört deine Figur zum Freedom Squad? Nein. Dann spielt deine Figur gerne Roblox? Ja. Ist deine Figur ein Monster? Ja, Roman ist so teilweise ein Monster. Das klingt so komisch irgendwie. Roman ist irgendwie so, ist ja ein Enderman? Nein, sagen wir nein. Hat deine Figur einen Sohn? Oh mein Gott. Hat deine Figur einen Sohn? Nein, Roman hat keinen Sohn. Oh mein Gott. Gehört deine Figur zur Fischgang? Man weiß es nicht, aber ja. So, ist deine Figur ein Skelett? Nö. Oh Mann, da kommt es schon ziemlich nah. Ist deine Figur sterblich? Ja. Kommt deine Figur in Minecraft kunterbunt vor? Ja. Ich denke an Erzul. Yeah! Krass. Ja, also ihr habt jetzt gesehen ungefähr, wie der Akinator funktioniert. Das ist Roman, man kennt ihn, der Typ, der mit der Banane telefoniert. Lustige Sache. Ist deine Figur? Jo. Okay, prima. Nochmal. So, wie kann man nochmal spielen? So, jetzt suche ich mich einmal. Und probier den ganzen Spaß dann auch nochmal mit meiner Wenigkeit aus. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? nein. So. Hat deine Figur etwas mit Spielen zu tun? Ja. Hat deine Figur etwas mit Minecraft zu tun? Ja. Gehört deine Figur zum Freedom Squad? Nee. So. Ist deine Figur geschminkt? Naja, also manchmal schon. Mag deine Figur Arizona? Also jetzt den Eistee nehme ich mal an, oder? Ich finde ihn schon lecker, aber ich weiß es nicht. Spielt deine Figur Roblox? Ja, Leute, auf meinem 2-Channel Laso. Checkt ihn unbedingt aus. Hat deine Figur einen festen Freund? Nein. Kann deine Figur zaubern? Ja, ich kann gut riechende Luft zu stinkender Luft verwandeln. Das kann ich. Kann deine Figur zaubern? Nein. Trägt deine Figur einen Bart? Ja, ein bisschen. Also es ist nur ganz bisschen. Trägt deine Figur ein Bart? Ja. Ist deine Figur ein Skelett? Naja, also noch bin ich lebendig, aber meine Ingame-Figur, ja. Hat deine Figur bei Titanic mitgespielt? Nein. Hab ich nicht. Spielt deine Figur bei Transport Fever? Was ist das denn? Das kenne ich nicht. Okay, jetzt werde ich gleich wieder geflamed in den Kommentaren. Hä, Lars, bist du eigentlich dumm? Ich kenne doch Transport Fever. Das ist das beste Spiel oder das beste Ding überhaupt. So schreibe ich wie eine Spinne. So. Nee, kenne ich nicht. Hat deine Figur Allergien? Ja, das wissen nur sehr, sehr wenig Leute. Aber ich habe eine Allergie gegen Erdnüsse. Gegen ganz viele Erdnüsse. Ich bin gegen Erdnüsse allergisch. Und das war mal eine lustige Story, weil mir hat jemand auf der Gamescom tatsächlich, wollte mir einen Gefallen tun. Und der hat mir dann einfach eine Packung Erdnüsse mitgebracht. Und da habe ich gesagt, Dankeschön. Und ich kann aber eigentlich keine Erdnüsse essen. Aber vielen lieben Dank. Also Geschenke nehme ich immer sehr gerne an. CIA-Geheimakten, Süßigkeiten und sowas, das nehme ich immer super gerne an. Meine dunkle Vergangenheit wird mir nachgeholt. Dann hat deine Figur etwas mit Aharazul zu tun. Aharazul, ja. Den kennt man, den guten alten Aharazul. Jo, Bart.
Hat deine Figur bei Titanic mitgespielt? Das hatten wir schon. Nein. Trägt deine Figur oft eine Kappe oder eine Mütze? Ja! Hat deine Figur bei Titanic mitgespielt? Nein! Hat deine Figur bei Minecraft Galaxy mitgemacht? Nein! Trägt deine Figur einen Bart schon zum dritten Mal? Ist deine Figur Student? Nein! Trägt deine Figur öfters eine Mütze? Ja! Guck mal, wir sind jetzt schon bei der unglaublichsten Frage 46 und ich wollte eben den Akinator noch austricksen. Wie soll ich das denn jetzt noch machen? Trägt deine Figur eine Brille? Ja, ich trage eine Brille. Und die ist übrigens auch immer schief irgendwie, oder? Guck, meine Brille ist schief. Hat deine Figur einen Bruder und eine Schwester? Ja. Spricht deine Figur Deutsch? Ja, ich glaube schon. Hat deine Figur etwas mit Simon Unge zu tun? Nein. Kann deine Figur einen Moonwalk machen? Nein. Ich denke an Winnetou und damit haben die mich einfach nicht gefunden. Was? Also wir haben meine düstere Vergangenheit gefunden und er denkt an Winnetou? Alter! Jetzt probieren wir es nochmal. Akinator, wie geht es dir heute? Wir probieren mich jetzt noch einmal auf ein neues zu finden. Und zwar, spielt deine Figur in einer amerikanischen Serie mit? Nein! Trägt deine Figur männliche Kleidung? Ja, manchmal auch nicht. Spaß. Ich trage immer nur männliche Klamotten, Leute. Weil ich ein männlicher Mann bin. Arbeitet deine Figur für die Telekom? Habe ich irgendetwas verpasst? Nein. Auch nicht die Titanic. Hat deine Figur im Januar Geburtstag? Nein. Ausländische Wurzeln? Nein. Macht deine Figur Affen nach? Jo. Varo 3? Nein. Am 14.11. Geburtstag macht deine Figur Affen? Jo. Dragon Quest? Nein. Minecraft Dragon mit? Ja. Arbeitet deine Figur unter anderem für Sat.1? Nein. Hat deine Figur über 200.000 Abonnenten? Ja. Was? Warum schon wieder? Wieso kennt mich das Ding nicht? So, wir machen jetzt einfach weiter. Bei Minecraft Kunterbunt? Nö. Hat deine Figur einmal in eine Glühbirne gebissen? Nein. Wurde deine Figur in Erzog? Nein. September Geburtstag? Nein. Aus Uruguay bin ich ja auch nicht. Hat deine Figur einen eigenen Minecraft-Server? Ich hatte mal einen, deswegen gehe ich mal auf Ja. Dann Minecraft Nero? Nein. Trägt deine Figur BHs? Nein. Spricht deine Figur Russisch? Ist deine, was, für ihre Ungeschicklichkeit bekannt? Ja, das bin ich. Mach deine Figur Beauty-Videos. Lasst ein Like da für mehr Beauty. kennst du deine Figur schon dein Leben lang? Ja, eigentlich schon. Mach deine Figur, nein. Durchs Kino bekannt geworden? Auch nicht. Komm schon. Achso, kann deine Figur gut springen? Anscheinend schon. Hat deine Figur schon mal einen Nobelpreis erhalten? Nein. Hat deine Figur was mit Ahara zu tun? Ja. Hat deine Figur einen Merch-Shop? Trägt deine Figur ein Bart? Hat deine Figur einen Bruder oder eine Schwester? Ja. Hat deine Figur am 13.05. Geburtstag? Nein. Ist deine Figur kitzelig? Jo. Ich denke an Winnetou! Hä? Wollt ihr mich verkackeiern? Wieso denkt denn... Ich weiß nicht. Ich pack es nicht. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich geb's jetzt auf. So, ja, ich denke an Winnetou. Leute, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir das Ding austricksen können, okay? Wir gehen jetzt einfach mal die ganze Zeit auf ich weiß nicht. Oder wahrscheinlich nicht. So, wahrscheinlich nicht. Albert Einstein, ein Physiker. Genau nach dem habe ich gesucht. So. Okay, dann drücken wir einfach mal die ganze Zeit von oben nach unten, okay? Ja, nein, weiß nicht, wahrscheinlich das. Wahrscheinlich nicht. Ja, nein, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Und er denkt an Moisch aus. Das sieht aus wie von Metin 2, aber ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich weiß nicht. Der Akinator findet mich einfach nicht. Der findet die ganze Zeit nur Winnetou, okay? Leute, ich glaube, ich beende jetzt den ganzen Spaß hier von dem ganzen Stuff. Also mich findet der Akinator nicht mehr, komischerweise. Ich glaube, er liebt mich nicht. So, Leute, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da für mehr Akinator. Ich weiß halt nicht, was soll ich da suchen? Ich finde mich selbst nicht, aber es ist okay. Es ist in Ordnung. Ich finde mich einfach selbst nicht. Leute, wir sehen uns. Haut rein und tschüss.